Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Informationsvideo von Einstein NLP. Das bin immer noch ich, das ist immer noch mein Kumpel Albert und das ist sein neuer Freund Screamo. Und wir drei haben uns heute hier zusammengefunden, um euch ein paar wichtige Informationen für die nächsten Tage zukommen zu lassen. Und zwar geht's da auch wie im letzten Informationsvideo schon um den ESL Pro Series Winter 2013. Denn der findet morgen und übermorgen, das da wären der 20. und 21. November, jeweils ab 19 Uhr seine Fortsetzung mit den Playoffs, beziehungsweise mit der Gruppenphase, wie sie, glaube ich, offiziell heißt. Und genau wie beim letzten Mal dürfen auch dieses Mal wieder Burnout und meine Wenigkeit euch die Spiele auf dem deutschen Stream von NPTV LOL ja näher bringen, beziehungsweise für euch casten. Und dafür wollte ich natürlich auch an dieser Stelle nochmal ordentlich Werbung machen. Beim letzten Mal waren schon einige Leute dabei, aber wir hoffen natürlich auch, dass es diesmal etwas mehr werden. Es werden also so namhafte Teams dort antreten wie Enfaculty, Planet Key Gaming oder eben auch die Playing Ducks. Und dementsprechend dürfen wir uns also da auf sehr spannende Spiele gefasst machen. Es gibt also nochmal eine kleine Gruppenphase mit zwei Vierergruppen. Und im Endeffekt qualifizieren sich dann die beiden besten Teams aus jeder Gruppe für die Finalspiele. Die sind am 8. Dezember in den ESL-Studios in Köln. Das heißt, da geht es also auch schon um ein bisschen Prestige und vor allem auch um ein bisschen Preisgeld. Und ich werde euch natürlich alle relevanten Links wie immer unten in die Videobeschreibung reinpacken. Das ist unter anderem natürlich dann der Link zum Stream, aber natürlich auch der Link zur ESL Pro Series und natürlich auch zur YouTube-Seite von Burnout. Da könnt ihr euch dann schon mal, falls ihr beim letzten Mal nicht dabei gewesen seid, einen kleinen Eindruck holen von meinem Mitcaster-Kollegen. Wir sind ja nicht Maincaster und Co-Caster, sondern mehr oder weniger gleichberechtigte Spielgenossen und ich glaube, wir kriegen das da auch schon ganz gut hin. Ja, wie dem auch sei, wir würden uns natürlich auf jeden Fall freuen, wenn ihr morgen Abend dann mit dabei wird. Wie gesagt, das Ganze fängt ja jeden Tag also dann um 19 Uhr an, beziehungsweise an diesen beiden Tagen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann hoffentlich morgen und übermorgen Abend wieder auf dem Stream. Wird auf jeden Fall sicherlich eine lustige und spannende Sache. Vielleicht gibt es auch gerade im Ladebildschirm wieder die ein oder andere physikalische Erklärung zu Themen, die keinen interessieren. Auf jeden Fall soll es das dann jetzt auch gewesen sein. Ich denke, alle anderen Informationen gibt es dann eben auch unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann eben hoffentlich morgen wieder oder ansonsten auch beim nächsten League of Legends Video. Das waren in diesem Falle dann mein Kollege Albert, sondern der Vollscremo und meine Wenigkeit. Das ist Einstein NLP. Und in diesem Sinne reingehauen und bis zum nächsten Mal.